Heute nehmen wir einen Hundemantel. Dann müssen wir erstmal messen. Ne? Charlie, heute ist aber ein Messtag, oder? Guck mal, hier haben wir ein Maßband. Und dann werden wir einmal an den Rücken entlang messen. Wir fangen beim Nacken an und gehen einmal runter bis zum Schwanz. Da haben wir 47. Dann brauchen wir Nacken. Okay, einmal rum. Ich gucke mal, dass ich 2 Finger dazwischen habe, damit es nicht zu eng wird. Dann gucken wir mal 40. Und wie sieht es aus mit dem Bauch? Da müssen wir erstmal aufstehen, oder? Einmal Sitz. Sitz. Richtig Sitz. Oh, jetzt da. Jetzt. Ja, jetzt haben wir dich. Pfote. Oh, super. Okay, jetzt messen wir aber den Bauch. So, wie sieht's aus? Na, hast du ordentlich gegessen? Ja. Yeah. Gucken wir mal, das sieht aus wie 50, oder? Ja, wir haben einmal 50, jetzt gehen wir einmal Schnittmuster machen. Ja, machen wir das? Einmal, sollen wir Pfote drauf machen? Ja, Pfote. Und dann kommen wir zum Schnittmuster. Ihr kennt es ja alle, ihr habt bestimmt ganz viele gekaufte Mäntel, die halt, naja, so lala passen. Genau. Deswegen haben wir ausgemessen, man kann auch einen Teil anziehen und schauen, wo liegen die Schwachstellen. Soll es ein bisschen länger sein? Ist es zu lang? Genau, das kann man auf jeden Fall machen. Und so wie ich gemacht habe, einfach flach legen auch und einmal rundherum zeichnen, hilft auch. Dann muss man sich überlegen, brauche ich dieses Teil hier um den Bauch? Will ich lieber hier so die Bänder noch dran lassen oder nicht? Hier habe ich ja schon eins genäht. Aus Walk, da habe ich auch einen Kragen dran gemacht. Ja, es ist ein bisschen haarig. So, jedenfalls gut benutzt. Hier habe ich noch das Klett dann dran gemacht. Und was mir fehlt, ist wirklich die Gummibänder. Die werde ich dann auch mal dran nähen, weil die sitzen halt super um den Hinterbeinen dran und dann kann nichts runterrutschen. So, wir haben den Nacken, der ist rund, wie ihr seht. Das muss man natürlich auch in Schnittmuster haben. Und der allererste, den ich gemacht habe, das war wirklich Notlösung, war einfach ganz normal so ein Lappen mit den 2 Gummibänder dran, das war ruckizucki fertig. Hier habe ich auch einen dehnbaren Nacken, aber vorne fehlt natürlich auch noch ein bisschen Schutz, der Spritzschutz. Genau, das werde ich dann auch wieder ändern. Das heißt, jetzt kommt ein Schnittmuster, das ich entwickelt habe nach den Maßen von Charlie. Und ich werde das Schnittmuster noch ein bisschen ändern. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese Klappen nicht brauchen, finde ich, weil das wird nur nass und eklig. Dann hier hinten würde ich die Gummibänder noch dran machen. Also, ich habe ja ausgemessen, 40 war ja sein Nackenumfang, das heißt 20 insgesamt ist es dann auf jeder Seite. Das heißt, hier rundherum laufe ich mit meinen Maßband und schaue mal, dass ich 20 habe. Hier oben habe ich einen Stoffbruch, das sieht man an den Pfeilen. Das heißt, da wird der Stoff einmal doppelt gelegt und zwar so. Vom Material habe ich jetzt wieder was Neues genommen. Hauptsache, der Regen kommt nicht durch. Das heißt, mit Teflon ist das Ganze. Schau mal, da gab es einen kleinen Zettel noch drauf. Genau, Teflon Protect Fabric DuPont. Ja, dann werden wir mal loslegen, würde ich sagen. Also gemessen hatten wir hatten ja diese 47 hatten wir hier und ich vergleiche das, ja, 47 um den Bauch herum hatten wir auch ein Maß und das war auch so um die 50, ja, passt. Hauptsache, es wird nicht zu lang und es schlabbert rum. Deswegen habe ich das ein bisschen kürzer hier gemacht. Also würde ich sagen, schneiden wir mal. So, der Fadenlauf bei diesem Stoff ist ja nicht so wichtig, weil da schrumpft ja gar nichts. Der bleibt ja so, wie der ist. Das heißt, ich lege einmal das Schnittmuster drauf. Schau mal, dass das Ganze doppelt natürlich verläuft. Einmal hier doppelt. Und ich lege was Schweres drauf. Ich werde nicht Stecknadeln rein tun, weil dann haben wir natürlich kleine Löcher in den Stoff. Das wollen wir vermeiden. So, wir haben einen nicht dehnbaren Stoff. Das ist natürlich was anderes als diese ganze dehnbare, schöne Stoffe, die einfach perfekt liegen danach, egal wie man es geschnitten hat. Hier hatte ich ja nur 40 cm um den Hals und das will ich ein bisschen vergrößern, damit er auch ein bisschen Platz hat. Das heißt, ich würde da nochmal so 2 cm drauf tun, damit man das umnähen kann und vielleicht auch ein Klett dran machen kann. So, das wären 2,5, 3 cm ist es, oder? 2,5, genau. 2,5 addiere ich drauf. Das kann mit Kreide einmal abzeichnen so oder einfach direkt mal schneiden. Also geht's los mit dem Schneiden. Da haben wir jetzt 3 cm. Habe ich ein bisschen was drauf gemacht. So, jedenfalls einmal rundrum schneiden. So, falls man auch die Verlängerung hier haben will, das gibt es ja auch bei dem Schnittmuster, kommt es natürlich da, wo die Zacken sind, dran. Lassen wir es mal weg. Das kann man ja machen, wie man möchte. Und schauen wir, dass ihr einfach nicht in das Schnittmuster reinschneidet, weil dann sieht es ja natürlich viel anders aus danach. So, ausgeschnitten ist es, jetzt geht es ans Nähen. Aber erstmal brauchen wir noch einen Kragen. Da nehme ich mir einfach einen Kragen vom Hemd. Man kann ihn direkt dran nähen und als Upcycling-Projekt benutzen oder man zeichnet drum. Dazu brauchen wir noch Nahtzugaben und als erstes auch hier den Stoffbruch muss man markieren und 90 Grad schauen, dass er 90 Grad ist. So, und danach nehmen wir unsere bestehende Schnittmuster, schauen, dass der Kragen auch an unseren Halsausschnitt passt. Dazu kommen ja noch die 3 cm, das passt ja hervorragend. So haben wir auch das Schnittmuster ausgeschnitten. Und jetzt kommen einmal die Nahtzugaben. Die tue ich nochmal dran. Es sind immer 1 cm bei mir. Wenn es nicht zum Beispiel beim Reißverschluss ist, dann brauche ich ja 1,5 cm. So, aber jetzt 1 cm hier unten brauche ich keine, weil dann wird es ein bisschen kürzer. Das finde ich ganz gut. Einmal ausschneiden. Wir brauchen ja 2 Stück. Also eins nach dem anderen auf den Stoffbruch legen und einmal rundherum schneiden. Dann legen wir die Teile rechts auf rechts und nähen einmal 1 cm um den Kragen herum auf alle 3 Seiten. Die Fäden werden abgeschnitten und auch noch die Ecken werden einmal zurückgeschnitten. Einmal hier. Man könnte auch ein bisschen mehr reinschneiden, wenn man möchte. Und ja, Hauptsache man erwischt alle Ecken und auch noch hier dazwischen, wo es ein bisschen reingenäht worden ist. So, dann drehen wir das Ganze um, massieren die Ecken ein bisschen aus. Viele tun spitze Sachen da rein, das finde ich doof, dann geht ja der Stoff auch kaputt, aber ein bisschen Massage verträgt jeder. So, einmal flach gelegt und dann nehmen wir weiter. Also ich steppe das Ganze ab mit einer Ziernaht. Eine Ziernaht ist eine Naht, die man von außen sieht und die mache ich dann so 1 mm oder 2 mm von der Kante entlang. Einmal wieder um die 3 Seiten. Und so sieht es aus am Ende. Dann nehmen wir uns den Badenteilen, also den Mantel und mal den Kragen zusammen. Ich habe gerade auch abgesteckt mittig, damit die zusammenhalten. Ich habe ja auch 1 cm Nahtzugabe jetzt übrig gelassen. Jetzt steppe ich das einmal ab, lasse eine kleine Öffnung auf der Mitte von der Strecke. Hier kann man dann die Leine einführen. Wie ihr seht, fahre ich da vorwärts und rückwärts, damit die Naht auch hält, hüpfe einmal kurz drüber und fange da an, weiter zu nähen. Da war das Loch und jetzt kommt einmal ein Schrägband drauf. Da habe ich einen Schrägbandfuß, den muss man erstmal justieren, damit er die richtige Öffnung hat. Und da kommt einmal das Band rein. So, das Schrägband wird dann offen gehalten von dem Schrägbandfuß und so erleichtert es das Nähen. Schrägband mache ich drauf, weil es einfach schöner ausschaut und so franzt der Stoff auch nicht dann auf danach. Und wenn wir angekommen sind am Ende, schneiden wir einmal das Schrägband ab und entfernen den Fuß, tun mal den normalen Schlitten mal dran und schneiden alles zurecht, so dass wir eine glatte Seite haben, und wir nehmen mit 1 cm Nahtzugabe vorne die Naht fest am Nacken. So, jetzt brauchen wir einmal die Gummibänder. Da nehme ich einfach als Vorbild eine von den Mänteln und positioniere meine Gummibänder in der gleichen Position. Hat ja auch ganz gut gepasst beim Charlie. Ich mache die einmal fest mit Stecknadeln. Als Abschluss kommt nochmal das Schrägband. Einmal um den Rand herum. So werden auch die Gummibänder mitgenäht und dann sind wir fast fertig. Diesen Schrägbandfuß kann man auch im Laden bei mir kaufen, einfach online bestellen. Man kann auch ohne den Fuß aber auch gut zurechtkommen. Zum Schluss wird das vordere Naht noch einmal kurz drüber genäht und natürlich auch mit Zickzack versäubert. Haben. Hier willst du eine Armprobe haben. Guck mal, da ist dein Schickistan. Einmal reintauchen. Hui. Und einmal die Pfoten rein. Eine Pfote und noch eine. Oh, bist du gleich drin. Schau mal, hast du was verdient? Oh ja, ein Leckerli. Wir legen das einmal schön dran. Bist du schick? Und jetzt wirst du auch nicht mehr nass. Schau mal hier. Schau. Ja, jetzt bist du aber schick. Ja, schau mal hier. Oh, du schickes Ding, du schickes Ding. Du willst runterhüpfen? Sollen wir Gassi gehen? Sollen wir Gassi gehen? Hier, dein Futter drauf. Super.